Es gibt offenbar eine Energiefluktuation. Wie hat sich die C-Krise auf die Energiefluktuation im Netz ausgewirkt? Die heutige Bildschirmpräsentation-Analyse ist inspiriert, geklaut, nein, also... Wir brauchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit anderen Teilen der Gesellschaft austauschen. Egal, ob ihr twittert, ich bin mir sicher, ihr findet ein Medium, das zu euch passt. Der Twitter-Account Pvr Electronics. Ihr könnt Videos drehen und so aktiv mitmischen. Die Menschheit lebt in Zeiten dramatischer Umbrüche. Sind wir denen schutzlos ausgeliefert, Ranga Yogeshwar? Nein, wir können gestalten. Also hier, der ist aktuell unter anderem Experte für Elektroflugzeuge. We have a six-phase inverter system with a 2x3-phase electric machine to be capable to drive the maximum power at all times. Yeah, thank you. Das ist ein Elektro-Aircraft, offenkundig ein Systemingenieur und kein Designingenieur, wenn es sowas überhaupt gibt. And I would like to show you our 15-kilowatt aviation inverter that we have designed. Oh, wo war der Tweet? Also, wenn man am 1. Februar geladen hat, seine Batterie, wahrscheinlich, sein Elektroauto, ne? Dann hat man das mit sage und schreibe 75% erneuerbaren Energien gemacht. Rekord, bis damals zu dem Tweet. Und dadurch bin ich auf Energy Charts gestoßen. Hier, 1. Februar, 75%. Und wie wir sehen, ist der Grund im Februar vor allen Dingen die Windenergie, 61%. Mit dem Hinweis, and the grid remains stable. By the way, überprüfen wir mal, ob der Rekord nicht schon gebrochen wurde. Wir merken uns die Zahl 75%, 78,4, 22. Februar und ich kann schon verraten, das war der Rekord bis jetzt. Ich glaube, Sabine ist schuld. Im Laufe der Nacht war Sabine quer über Deutschland gezogen. Ja, danke schön Florian für diesen netten Schmankerl aus den Energy Charts. So, und was finde ich da? Florian hat's korrigiert. 22.02. neuer Rekord. Zappelstrom. Die Kosten für die Stabilhaltung sind zurückgegangen, steht hier. Die Fluktuationen im Energiegitterkarten sind vom Fraunhofer ISI zur Verfügung gestellt, zusammengestellt. Die haben die Daten natürlich auch nur irgendwo her. Von der Leipziger Strombörse EEX, von den 4 Übertragungsnetzbetreibern, vom Statistischen Bundesamt, von NZE, von ganz vielen Datenquellen. Wir haben über 10 Datenquellen. Wo die Leute sagen, ihr seid ja richtig im Paradies hier in Deutschland, ihr habt transparente Energiedaten, da kann man alles nachvollziehen. Könnte man zum Beispiel auf erneuerbare Energien umsteigen oder nicht? Oder braucht man zentrale Kraftwerke oder geht es auch dezentral? Jetzt fragt ihr euch zu Recht, Fraunhofer, was sind das für Typen? Also so, was ich bis jetzt gelernt habe, Fraunhofer ist nicht gleich Fraunhofer. Eine Gesellschaft mit mehr als 80 Forschungseinrichtungen, davon 69 Institute. Ohne Grundlagenforschung keine angewandte Forschung. Forschen für die Praxis, nicht für die Schublade. Die sind breit diversifiziert und total unterschiedlich. Aber ich muss an dieser Stelle einfach den Professor Fritz Klocke zitieren, um allen Zuschauern so ein Gefühl dafür zu vermitteln, was Fraunhofer für Typen sind. Unter anderem, wie gesagt, ist sehr unterschiedlich. Aber das hier ist maßgebend. Super Samstag, super Sonntag, super lazy, super geil, super crunchy, super tasty, super crazy, super geil. Sehr geile Produktion, toll. Super gut. Ich dachte schon, es kann gar nicht besser mehr kommen, bis ich diese Fraunhofer IPA-Produktion hier fand. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und die Idee nicht vom Genie. Doch da, wo andere Fallobst sammeln, erschaffen wir Technologie. Wo gedacht wird, fallen Späne. Wo gemacht wird, wächst die Welt. Wenn man seine guten Pläne auch nicht nur für sich behält. Oje, oje, oje. Ist das nicht die Gruppe Jugend forscht? Wir sind die absoluten Kracher. Wir sind die Übermorgenmacher. Hab's einfach drauf. Er hat uns die Sterne näher gebracht. Fraunhofer hat eine neue Denkweise geschaffen. Fraunhofers methodische und wissenschaftliche Arbeitsweise dient bis heute als Vorbild in der angewandten Forschung. Danke Florian, ich hoffe, du bist nicht sauer, falls du das hier siehst. Ja, diese Erkenntnisse habe ich jetzt alle von Florian geklaut und trage sie hiermit weiter. Steuermann Warp 1 Energie. Ja, was wird da eigentlich geregelt? Die machen das schon, die regeln das. Schauen wir uns mal die größten Regelelemente im deutschen Strommix an. Auch wenn schon was länger her ist, hier exemplarisch der März 2020, weil hier im linken Teil, das war quasi der Sturm vor der Ruhe. Hier in der Mitte, das war quasi das Wochenende vorm Lockdown und ab dem 16.03. hatten die meisten Schulen und sowas zu. Das Ganze ist farblich logisch kodiert. Solarenergie gelb, Biomasse grün, Kernenergie rot, Braun- und Steinkohle braun. Gas ist orange, Wasserblau, Wind mintgrün. Und wie wir sehen, Wind und Solar sind quasi so aktiv nicht regelbar. Und die größten Regelelemente sind, ich mach die mal einzeln an und wir schauen uns das an. Achtet dabei auch auf die Skala hier links, die Leistung in Gigawatt, das ist Gas, Steinkohle und Braunkohle.
die fahren meiner Beobachtung nach so ziemlich ähnliche Hübe. Dass der Gasenergieanteil hier so hoch ist gegenüber den Kohleenergieanteilen, ist anscheinend auch eher ungewöhnlich. Die Erklärung liefert dieser Aufsatz hier von Bruno Burger und Claudia Kempfert. Die signifikante Reduzierung der kohlegenerierten Energie liegt am hohen Anteil der Windenergie, an vergleichsweise hohen CO2-Preisen und geringen Gaspreisen. Dadurch ist auch unser Energieexport etwas zurückgegangen. Hier in dieser lila Grafik ist der Balken rechts das erste Quartal 2020 und zeigt, dass der Energietransport zurückgegangen ist, weil es für unsere Nachbarländer am ökonomischsten war, ihre eigenen gasgefeuerten Energieanlagen laufen zu lassen und nicht unsere kohlegefeuerte Energie zu importieren. Gaskraftwerke brauchen wir vielleicht in Zukunft eher mehr durch die Energiewende, weil wir noch sehr flexible Co-Erzeugung brauchen. Lernen wir mal was Englisch. Lignite, kann man hier. Lignite. Lignite ist Braunkohle. Dicht gefolgt von Pumpspeicher, hier zusätzlich der Pumpspeicherverbrauch. Das bedeutet, hier wird Energie verbraten, um es dann wieder später rauszuholen. Annähernd konstant ist für mich hier die Kernenergie und die Biomasse. Biomasse könnte viel mehr machen, finde ich. Ja, die Biomasse ist nicht ganz korrekt dargestellt. Es ist so, dass nur Kraftwerke größer 100 Megawatt ihre Viertelstundenwerte messen. Da ist eine leichte Dynamik drin, aber nicht viel. Es macht aber gar keinen Sinn, gut regelbare Biomasse dann zu verbrennen, wenn wir viel zu viel Solarstrom haben. Das heißt, hier muss die Kuh vom Eis. Und eine Möglichkeit ist natürlich, die Anlagen umzurüsten, sodass die nachts etwas mehr Strom machen und tagsüber nicht noch zusätzliche Probleme bereiten. Das geht, ist erstmal ein kleiner Teil der Lösung. Weitere Sachen, wir können die Pumpspeicherkraftwerke einsetzen, wir können hier die Batteriespeicher einsetzen, die Elektromobilität, ein großer Baustein hier auf der Lösung, ganz klar, und noch die Wärmeanwendungen. Und dann können wir diesen Berg wunderbar abfahren und wir haben hier eine sichere Stromversorgung. Wir haben allerdings hier in der Nacht noch grau dargestellt, leichte Deckungslücken. Und das hier ist die Wasserkraft. Öl ist fast vernachlässigbar und auch noch konstant. Dann haben wir hier Importsaldo. In der Einzeldarstellung ist das so ein Magenta, lila, Pfeilchen violett und zeigt an, dass wir mehr exportieren als importieren. Da habe ich dem technischen Support der Seite hier mal eine Frage gestellt, weil ich war erst verwirrt, wenn man alles nochmal anmacht. Hier sind wieder alle Energieträgerarten, inklusive Pumpspeicherverbrauch und Importsaldo. Och Mann, hätte ich gewusst, dass mir der Chef hier persönlich antwortet, hätte ich mich nicht getraut, da zu fragen. Also, Importsaldo ist die Differenz zwischen Import und Export. Ja. Ist der Saldo negativ, überwiegen die Exporte. Beim Export lässt sich nicht genau sagen, welche Herkunft der Strom hat. Der Strom hat eben keine Farbe. Bei Importen ist die Herkunft auch unklar. Deshalb wird beim Strommix und beim Anteil der erneuerbaren Energien nur die Inlandsproduktion berücksichtigt. Ja, hätte ich mir auch selbst denken können, aber trotzdem hat mich das hier verwirrt mit diesen Farben, die hier ins Negative gehen. Gucken wir uns nur die Stromproduktion an. So, und ich würde sagen, man sieht schon einen klaren Rückgang hier von der Woche zu den folgenden. So, jetzt bitte nicht aufregen. Es ist eigentlich ganz schön, wenn man sich mal einen Überblick verschafft. Linke Seite alle Märze, rechte Seite alle Aprils. Ganz oben 2020, die Reihen darunter die Vorgängerjahre. Die blauen Kästen sind die Wochenenden. Die rote Linie ist eine von mir definierte 80 Gigawatt Grenze, an der man sich orientieren kann, für alle gleich. Und der grüne Kasten, das sind die Osterferien für die Mehrheit der Bundesländer. Ja, und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hier im März 2019 musste die Braunkohle stark einspringen, weil der Wind zurückgegangen ist. An allen Wochenenden geht der Verbrauch zurück. Kernenergie und Biomasse behalten sich vor, weitestgehend konstant zu bleiben. Und der Rest passt sich an Solar- und Windenergie an. Ich glaube, da muss ich auch mal so einen Tag der offenen Tür in der Leitwarte, dann kann ich das besser beurteilen, was da los ist. Ich weiß auch nicht, wo ich mit diesem Video hin will. Ich mache einfach mal weiter, bevor mir ganz, ganz langweilig wird. Hier, gute Arbeit, 50 Hertz. 50 Cent, 50 Hertz. Gute Arbeit. Die Redispatch-Kosten sind gesunken, trotz mehr Wind- und Solarstrom. Die genauen Zahlen sind hier. Es ist ja beeindruckend. Wir sehen uns an die Energy-Charts der Energiefluktuationen, Energiekreisdiagramme zur Stromerzeugung. Nettostromerzeugung in Deutschland im März, das ist 2020. Und wie wir sehen, hatten wir über 50% erneuerbare Energien in unserem Mix. Hier links sind die Buttons. Ich gehe jetzt mal zurück in der Zeit. Schauen wir uns mal die Märze der Vorgängerjahre an. Behaltet euch mal den Wert 43,8 Terawattstunden im Hinterkopf. In den Vorgängerjahren war dieser Wert höher. 2010, weiter zurück in der Zeit geht diese Datenlage hier nicht. 2010 nur 20% erneuerbare. Hier sind die Daten nebeneinander in einem Säulendiagramm, dargestellt. Und wie wir sehen, ist 2020 ein deutlicher Gap zu erkennen. Der Durchschnitt aller Vorgängerjahre, also die Summe der Jahre 2010 bis 2019 geteilt durch die Anzahl, ergibt
48,8 Terawattstunden. Davon die Differenz zu dem Wert von 2020 ergibt 5,053 Terawattstunden, die wir in Deutschland im Durchschnitt weniger verbraucht haben als sonst. Das sind etwa 10% von 48 Terawattstunden. Wie kommt das zustande? In einigen Sachen verbrauchen wir wahrscheinlich mehr, in anderen weniger. Ich glaube, viel Industrie hat die Produktion eingestellt. Dafür sind wir jetzt mehr im Netz unterwegs. Machen Streaming, sinnlose YouTube-Videos etc. Und tatsächlich wird derzeit in privaten Haushalten mehr Energie verbraucht. Aber gleichzeitig wird in den geschlossenen Betrieben, Hotels und Gaststätten enorm viel Energie eingespart, insgesamt sogar eher weniger Strom verbraucht. Es gibt gerade einige Meldungen, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass es in Deutschland einen Verbrauchsrückgang gibt. Natürlich, weil die Industrie ganz schön zurückgeht und der jetzt gesteigerte Homeoffice-Stromverbrauch zu Hause, das ist ja nichts im Vergleich zu Industrieanlagen. Und dementsprechend ist es so, dass wir dadurch theoretisch gerade unsere CO2-Ziele und Klimaschutzziele erreichen, weil wir einfach weniger Energie verbrauchen. Das heißt auch noch nicht, dass wir alles richtig machen. Sowohl bei der Stromversorgung, aber auch bei der Gasversorgung, bei der Wärmeversorgung, läuft der Betrieb reibungslos. Zu wenig Strom wird es in jedem Fall nicht geben. Angesichts der starken Winde in der letzten Zeit eher ein Übermaß an Energie. Die Stromsperrung und ähnliches, die Gassperrung und Co., die werden ausgesetzt. Was natürlich auf keinen Fall passiert, dass wir Corona-bedingt natürlich keine Sperrung vornehmen. Jeder soll seinen Strom und sein Gas und seine Wärme weiterbeziehen können. Das ist natürlich selbstverständlich. Die Corona-Pandemie hat derzeit keine großen Auswirkungen auf die Energieversorgung im Land. Zumindest diese Sorge kann den Bürgern genommen werden. Bruno Burger twittert viel und gerne über seine Energy Charts. Ist eigentlich eine gute Sache, weil das kann ja nicht jeder hier stundenlang die ganzen Daten sichten und sich selbst was zusammenreimen. Da überlässt man das doch lieber den Profis, die das tagtäglich machen und kriegt dann nur eine schöne, schicke Zusammenfassung. Wissenschaftskommunikation nach außen, vom Experten zusammengefasst. Besser geht's nicht. Und ich nehme mal an, dass das hier der Experte dafür ist. Also am 18.03. bemerkt er, dass 15 französische Nuklearkraftwerke runtergefahren wurden. Am Tag darauf twittert er, dass der Elektrizitätsverbrauch in Deutschland um 5% gesunken sei. Er sagt, könnte am Wetter liegen oder an Corona-Krise. Please don't extrapolate this too much. All this is very early days. Am 2. April ein Tweet, ist der Corona-Effekt total überbewertet? Ja, also der Verbrauch ist gesunken im Frühling, hauptsächlich durch saisonale Faktoren. Hat herausgefunden durch Vergleich zu den Vorgängerjahren und kommt zu dem Ergebnis, dass der Corona-Effekt nur -2 bis -3% entspricht in Kalenderwoche 13 2020. Es war ja auch sehr sonnig und er vermutet weiter, dass der große Solarstromanteil von den Hausdächern sofort zu Hause konsumiert wurde und da gar nicht mit auftaucht. Hier ist das sonnige Wetter 2020 in den entsprechenden Kalenderwochen im Vergleich zu den Vorgängerjahren. Viel Sonne und kalte Luft sind gut für Solar. Hier auch interessant, ja? Der durchschnittliche Elektrizitätspreis in Euro pro Megawattstunde und der CO2-Preis in Euro pro Tonne waren fast gleich im ersten Quartal. Und das ist, keine Ahnung, ist ein energiewirtschaftlich-technisches Problem, weil das die Stromerzeugung durch Braunkohle total unprofitabel gemacht hat. Hier rechts sieht man das. War in den Vorgängerjahren noch nicht so. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich so ein CO2-Strafpreis. Kenne ich mich nicht mit aus. Hat sich irgendjemand Schlaues ausgedacht, der viel schlauer ist als ich. Hier eine energiewirtschaftliche Einschätzung darüber, was mit den Preisen passieren wird. Corona-Auswirkungen, weniger Verbrauch, deswegen weniger Preis, deswegen weniger Vergütung, deswegen mehr Subventionierung, deswegen weniger Geld auf dem EEG-Konto, deswegen demnächst steigende EEG-Umlage. Wenn die Politik jetzt nicht noch schnell was anderes sich einfallen lässt und einfach eine Sondereinzahlung oder eben zum Beispiel eine CO2-Einzahlung auf das EEG-Konto machen würde. Gefördert wird die Einspeisemenge, nicht die Technologie. Die Finanzierung durch Umlage auf den restlichen Strompreis. Umlage, keine Subvention. Ja, Preise. Wenn ich eins von Professor Schnittler gelernt habe, dann, dass Preise nicht gleich Kosten sind. Es war nicht viel, was ich von dem gelernt habe, aber das habe ich von dem gelernt. Je mehr Energie über das Netz geht, umso günstiger werden die Durchleitungsgebühren, weil einfach dieses technische Gut ausgelastet ist. Je weniger es drüber geht, umso schlechter es ausgelastet, umso höher schlagen die Kosten durch. Passender aktueller Tweet von Bruno Burger. Der EEG-Kontostand lag Ende April 2020 bei 1,1 Milliarden Euro. Im Vorgängerjahr, hier schön in der Grafik, bei 5,44 Milliarden Euro. Der Rückgang liegt hauptsächlich an den niedrigeren Börsenstrompreisen, der gestiegenen erneuerbaren Erzeugung und dem geringeren Stromverbrauch. Florian schreibt, 2011 bis 2018 sind 157 Milliarden Euro EEG-Differenzkosten angefallen, während in der gleichen Zeit Einsparungen von 227 Milliarden Euro. Durch die Einspeisung von PV und Windstrom realisiert wurden. Unter dem Strich sparten die Verbraucher somit Kosten in Höhe von 71 Milliarden Euro. Jo, interessant, was man alles mit Zahlen so darstellen kann, ne? Börsenstrompreise versus Wind in Deutschland 2020. Eine Korrelation, fast schon eine Kausalität.
besteht hier nur eine Korrelation, also nur ein Zusammenhang, nicht unbedingt eine Kausalität, also eine Ursache. Korrelation und Kausalität sind nicht das Gleiche. Korrelationen können reiner Zufall sein, müssen es aber nicht. Und trotzdem wäre es falsch zu sagen, dass man mit Korrelationen keine Ursachen erschließen kann. 2019 sah es fast genauso aus. Tja, Bruno, hier von Energy Charts von Bruno Burger oder Bruno Burger, man weiß es nicht. Mein Name ist Bruno Burger. Professor Bruno Burger. Nebenbei sozusagen als Hobby kümmere ich mich um Energiedaten und damit auch um die Energy Charts. Ja, am besten gefällt mir die Stromerzeugung der Pumpspeicherkraftwerke, wenn man da auf die Wochen- oder Monatsansicht geht und statt der Leistung in Mega- oder Gigawatt die prozentuale Leistung mit 100% Normierung anschaut, dann gibt es wie ein schönes Kunstwerk mit schönen bunten Farben und schönen Flächen. Ich habe gerade zwei Leute per Telefon interviewt und es war so aufregend, ich habe immer noch rote Wangen. Ich sehe aus wie ein Clown. Wie eine gute Reporterin habe ich mir Notizen gemacht beim Interview. Die Technik hat einfach nicht mehr hergegeben. Old School geht immer. Antimaterie und Dilithium sind vielleicht oldschool, aber lassen einen nicht im Stich. Ja, wieso fliegen, wenn man auch kriechen kann? Doc, Sie kennen mich nicht. Ich bin unkränkbar. Ganz besonders durch Kerle, die glauben, sie können ein Schiff mit Pilzen fliegen, die ich von meiner Pizza pule. Sporen sind erneuerbar und sauber. Also, folgende Infos. Jemand, der in der Leitwarte von einem Braunkohlekraftwerk arbeitet, sagt, da stehen zurzeit zwei Blöcke total still, sind runtergefahren worden. Und das ist natürlich schlecht für die Mitarbeiter, Kurzarbeitergeld, vielleicht werden sie auch gefeuert oder freigestellt, ist nicht so gut. D, E, F und G, also so können wir von jedem Kraftwerksblock uns die Stromerzeugung anschauen. Auch schick, hier gibt es eine Kraftwerkkarte, hier die schwarze Pumpe, hier der Blocksberg und hier die Kernenergiestandorte. Ich habe auch noch meinen Expertenvater angerufen und über die Jahre ist ja der Anteil der regenerativen Energien im Netz immer weiter angestiegen. Ja, ist natürlich schwierig, aber mein Vater sagt, das Schwierige ist nicht das Problem, muss halt intelligent genug sein, um das zu regeln. Zum Punkt Solarenergie. Die alten Anlagen, die noch viel teurer waren, aber höhere Vergütung bekommen haben, haben meistens direkt ins Netz eingespeist. Die alten Anlagen sind dann noch in der Statistik mit drin, aber die neuen Anlagen haben meistens noch eine Batterie mit drin in dem ganzen System und speisen in erster Linie darin ein. Das ist zwar jetzt kein richtiger Inselbetrieb für dieses entsprechende Gebäude mit Solaranlage und Batterie, taucht natürlich in der Statistik nicht mit auf, wenn das jetzt in erster Linie genutzt wird, anstatt es direkt einzuspeisen. An einen großen Blackout konnten sich beide nicht erinnern, bis auf Papenburg, November 2006. Für einen Stapellauf der Meierwerft wird aus Sicherheitsgründen eine Höchstspannungsleitung über die Ems kurzzeitig abgeschaltet. Diese Abschaltung wird aber nur unzureichend kommuniziert. Der Rest geschieht quasi von allein. In einem Kaskadeneffekt gehen mehrere Leitungen vom Netz. Die Folge? Ein zweistündiges Chaos. 15 Millionen Europäer sind betroffen. Ja, und da gibt es dann diese Frequenzabschaltung mit Frequenzrelais, die dann immer Bereiche im Netz abschalten, damit das Ganze wieder stabilisiert wird. 51,4 Hertz. Bei 51,5 werden alle Kraftwerke vom Netz genommen werden, die irgendwie regelbar sind. Und ganz interessant, Netzentgeltverordnung, Paragraph 19. Da kann ja so ein Wirtschaftsingenieur schon mal Millionen Euro einsparen. Und zwar ist das so, wenn du ein Großverbraucher bist, der eine konstante Last fahren kann und das auch einhältst für einen bestimmten Zeitraum, dann zahlst du unter Umständen nur 10% der Netzentgelte gegenüber dem normalen Bürger. Und für einen Großverbraucher sind das Millionen. Sonderregelung für sogenannte energieintensive Betriebe. Das macht mittlerweile, Achtung, halten sich fest, 41% des Stromverbrauchs der Industrie aus. Und die zahlen also dann nur eine verminderte EEG-Umlage von 0,05 Cent bis 1,28 Cent. Also wenn, dann schon eine echte Subvention und nicht eine Selbstbedienungsumlage. Und zwar nicht auf den erzeugten Strom, sondern ausschließlich auf die so entwickelte Technologie. Wie hat sich die Lage seit Corona verändert? Denn der Leitwarte arbeitet vom Braunkohlekraftwerk, hat gesagt. Also ganz zu Anfang, als so losging, haben sie alle Briefe gekriegt, ja, man sollte sich doch bereithalten und eventuell auch für, wer kann dann halt für Monate oder so sich in einen abgesonderten Bereich einschließen, um dann immer verfügbar zu sein und sowas. Also total systemrelevant. Ich fühle mich total systemunrelevant. Was kann ich schon tun? Aber ich fand es interessant. Also die da arbeiten, gehen davon aus, nothing lasts forever. Tja, scheint so, als ob es mit Twitter immer mehr wird hier mit der Wissenschaftskommunikation. Ich habe auch noch einen ziemlich alten, verwaisten Account von mir hier gefunden. Aber das ist definitiv nichts für mich. Ich brauche was Geordneteres, Strukturierteres. Ich habe das Gefühl, wenn es hier was Neues gibt, dann ist das nur für ein paar Sekunden relevant und dann ist schon wieder verschwunden in den Tiefen des nicht vorhandenen archivierten Datenordnungssystems hier. Das hier war die erste und einzigste Person, der ich gefollowt bin. Cuddy, Cold Mirror. Jetzt, wo ich mich mal wieder eingeloggt habe, habe ich jetzt 11 Leute hinzugefügt, aber das ist echt nichts für mich. Unter anderem Power Electronics, Bruno Burger. Gibt's auch auf Deutsch, Französisch und Englisch. Hier, der macht auch was mit Batterien und Recycling und paar schöne Elektronikprojekte. Hier wird auch nichts weggeschmissen. Interessiert sich jemand für Segelschiffe? Das ist so eine selbst erstellte Website ohne Social Media. Weil das kann ja jeder, ne? Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.
Das Video ist schon wieder viel zu lang, bis hierhin hat kein Mensch geguckt und wenn es am schönsten ist, dann macht man einfach Energie.